bin der Mini Paluden. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache ja überall einen anderen YouTuber auch schon Best of. Er heißt Crazy Dog. Ich habe bisher 17 gemacht. Ja, ich mache immer über meine Lieblings-YouTuber Best-Offs, weil ich mir damit die Zeit vertreiben kann, an Wochenenden zum Beispiel. Ich hoffe, es gefällt euch. Ab ins Video. Moin Freunde, ich hoffe wir sind Freunde. Ich suche eine Freundin. Ja, ich stelle mich einfach mal vor, ich bin der Tordi. Hauptberuflich sammle ich Pfandflaschen unter meinem Schreibtisch. Manchmal gehe ich auch zur Schule. Boah, ich auch, was für ein Zufall. Ich bin 16 Jahre alt und auch 16 cm groß. Warte, nee. Und meine Freunde beschreiben mich als sehr, sehr hässlich. Geile Freunde. Warte, wart nicht ihr meine Freunde? Und als ich durch TikTok durchgescrollt bin, da sehe ich die ganze Zeit diese Fragen und Antworten. Und ich habe mir gedacht, lass doch mal sowas auch machen. Du bist leider von der Plattform TikTok gebannt, weil du das gesagt hast. Intro. Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hell. Dieses Video wird gesperrt wegen Copyright. Kann Tordi rappen? Nee. Das ist die Frage in diesem Video. Und ich werde es versuchen. Moin Freunde, ich bin der Tordi, ich mag Züge. Mein Bruder ist Einzelkind, mein Fisch ist ertrunken. Der hört sich an wie Basti GAG. Das liegt vielleicht daran, dass ich sein Sohn bin. Also bei aller Liebe, ich glaube, keiner nimmt es ernst. Und das ist auch nicht ernst gemeint. Leute, also das ist ernsthaft, Leute glauben. Bist du Basti GAGs Vater? Nein, ich bin nicht Basti GAGs Vater. Bist du Basti GAGs Bruder? Nein, ich bin auch nicht sein Bruder. Das Brot der Nachbarn klopft an meinem Fenster. Help. Ist es doch einfach, also ganz ehrlich. Easy, weg damit, Schmutz. Ist das nicht der Dude, der diese Paluten-Packs gemacht hat? Ja, genau, der bin ich. Servus. Achtung, kreativer Kommentar. Es ist dunkel, ich kann dich nicht hören. Du bist der coolste der Welt für alle. Nice. Schach ist wie Fußball, nur ohne Würfel. Ich frage mich, wer dieses Kommentar geliked hat, ganz ehrlich. Mein Kühlschrank ist kaputt, meine Nudeln kochen einfach nicht. Bro, Stecker einstecken oder sowas. Warte, ich finde es gerade ein bisschen sass. Hi, folgt Tordi-TV mal auf Twitch, dann bekommt der Keller auch einen Upgrade. Womit? Was sagst du zu dem Meme? Emotional Damage. Auf Memes wird mit Memes geantwortet. Womit? Ich habe deine Kekse gegessen. Das hast du nicht gemacht, die Bestrafung wird kommen. Oh mein Gott, bester Rap. Und das war nicht aus seinen Videos rausgeschnitten. Kann ich aus dem Keller die anderen stinken? Irgendwer hat in den Keller geschissen. Weil ich ja auch im Keller lebe, wollte ich herausfinden, wer in den Keller geschissen hat. Das war wahrscheinlich Tordi, aber vielleicht könnte es auch jemand anderes gewesen sein. Dann gucken wir mal. Oh, ich hab's, es war Hosenscheiße 1, 2, 3. Ich muss dieses Gebiet leider absperren, wegen Hosenscheiße 1, 2, 3. Okay, Themawechsel. Ja, was ist denn ein gutes Thema? Vielleicht, dass ich und Tordi den gleichen Content aus demselben Grund bringen? Und dass bei mir auch welche
Kellerwitze machen und schreiben, dass ich klinge wie Basti GHG? Bist du Bastian GHG? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich höre mich niemals so an wie der. Da merkt man mal, dass alle Zuschauer von mir von dir kommen, Tordi. Ich werde jetzt gefühlt berühmter als du, Tordi. Yes! Ja, also ich habe bis jetzt 50 Abos. Toll. Toll. Tetris könnte auch Copyright haben, man weiß es nicht.